Der Herr sagt, wende dich an mich, wenn du stolperst, oder wende dich ab, und du wirst gewiss fallen. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. August 2006. Von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy. Für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt der Herr, der Gott von Israel. Wie ich es befohlen habe, wird es auch getan werden. Wie ich es gesagt habe, so wird es geschehen. Wie ich es beabsichtigt habe, so wird es umgesetzt werden. Zu meiner Ehre wird es geschehen. Ich, ja ich, werde sowohl den Weg freimachen als auch die Mittel bereitstellen. Und auch wenn ihr stolpert, wird es geschehen. Was getan wurde, kann nicht rückgängig gemacht werden. Was ich meinen Propheten gesagt habe, wird aus ihnen werden. Ja, noch größere Dinge werden sie tun. Und wenn sie auch stolpern, sie sind keineswegs gefallen. Denn sie kommen immer wieder reumütig vor mich, mit ihrem Gesicht auf dem Boden. Gesegnet ist der Mensch, der beschämt und betrübt über seine Schuld vor mich tritt. Denn ich werde ihn gewiss hochheben und ihn auf geheiligten Boden setzen. Meine Diener, entfernt eure Sandalen von euren Füßen. Denn wo immer ihr zu mir kommt, da bin ich. Wo immer ihr den Klang meiner Stimme hört, ist geheiligter Boden. Denn meine Gegenwart ist mit euch. Jesus Christus. Ja, ich bin gekommen, um in meinen Tempeln zu verweilen und sie zu heiligen. Eine erneute Reinigung. Alle Menschen straucheln. Keiner hat meiner Stimme gehorcht, um reine Rechtschaffenheit zu erlangen. Nein, nicht einer. Alle Menschen straucheln. Aber jene, die vor mir stehen, habe ich mit meinem eigenen Blut gesalbt und an ihrer Stirn versiegelt. Diese stolpern, da sie Menschen sind, aber sie fallen nicht. Alle Menschen stolpern und viele sind gefallen. Und werden noch in Ungnade fallen. Doch meine Zeugen stehen wieder auf, schütteln den Staub von ihren Kleidern und machen in meinem Namen weiter. Seht, sie werden um meines Namens willen ausharren, sogar bis zum Ende dieses Zeitalters. Wo sie am Ende der Reise, nachdem sie alles im Namen des Herrn geopfert haben, ihren Meister, ihren wahren Vater, ihren Schöpfer umarmen werden. Gott, der Vater, meine Barmherzigkeit währt ewig, und diejenigen, die meine Barmherzigkeit empfangen, werden ebenfalls bestehen bleiben. Leben ohne Ende, für immer umarmt von der rechten Hand Gottes. Leben in seiner Barmherzigkeit und meiner Freude im kommenden Königreich. Für immer und ewig. Amen.